Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute geht es darum, wie man denn auf einen abgenutzten Ball den Grip zurückbekommen kann. Jetzt denken sich vielleicht einige, genauso wie ich, die sich diese Frage überhaupt gestellt bekommen haben, wenn ihr diese Frage überhaupt schon mal gestellt bekommen habt. Mir wurde sie echt schon ein paar Mal gestellt und als erstes, das erste Mal, ich weiß noch ganz genau, wo ich das erste Mal diese Frage gehört habe, habe ich mir gedacht, what the fuck, ja, wenn der Grip weg ist, ist er weg, da kannst du nichts mehr machen, das ist Verschleiß, das ist wie bei einem Autoreifen, ne? Wenn beim Autoreifen das Profil weg ist, ist es weg. Da kannst du nichts mehr machen. Es ist weg. Vielleicht, ja, vielleicht würde es irgendeine Methode, eine Technik geben, dass man vielleicht eine Schicht drüber klebt und diese Schicht dann nochmal zurechtschleift und irgendwie einformt, was unglaublich, unglaublich extrem teuer und unsinnig wäre. Aber vielleicht wäre es machbar. Für die Millionäre unter uns, die wo sich das leisten können oder vielleicht zu viel Zeit haben. Aber für uns Normalsterbliche, die jetzt hier, keine Ahnung, einen Ball haben für 60 Euro und für 20, 30 Euro, der einfach abgenutzt ist, die Schicht ist weg, nicht mehr schön Grip hat und so. Weg damit, wenn es dir zu wenig Grip ist und kauf dir einen neuen. Das ist das einzig Mögliche, was du machen kannst. Aus meiner Erfahrung. Und jetzt, wenn jemand von euch vielleicht so eine Maschine zu Hause hat, selber gebastelt, irgendwie, keine Ahnung, dieses Verfahren, diese Technik schon ausgereift hat und fertig für den Markt ist und sagt, Mike, ich habe hier endlich diese Maschine erfunden und ich kann das machen. Für nur 2 Euro haue ich für jeden abgenutzten Ball wieder neuen Grip drauf. Schickt mir die Bälle. Ja, dann hier in die Kommentare reinschreiben. Nein, schreibt mir auf Instagram, Mr. Mike Production, lasst es mich wissen. Das wäre sehr interessant auch. Also ich habe davon noch nie was gehört und deshalb reagiere ich auf diese Fragen auch immer so, wieso, Alter, nein. Aber dieses Verfahren gibt es nicht, sonst könnte man das ja mit Autoreifen auch machen. Ne? Wenn dieser, es verschwindet ja, der Grip verschwindet, das Material verschwindet, ne? Das Material ist weg, deshalb ist ja auch der Grip weg. Daher, no way. Hier zum Beispiel, ich zeige mal diesen Adidas-Ball. Da ist eigentlich gar nicht so viel Grip weg, aber es reicht dafür aus, dass er unglaublich rutschig ist. Ne? Macht echt keinen Bock zum Spielen, weil beim Fangen, über beim Dribbeln, Werfen, alles die Gefahr, dass dir der Ball aus den Händen rutscht und du verlierst den Ball, sehr hoch. Nervig ohne Ende, hasse es. Ich hasse es, mit glatten Bällen zu spielen, aber es ist so gesehen auch ein gutes Training, ne? weil wenn jemand mit einem glatten Ball gut umgehen kann und den immer handeln kann, ey, dann würde er mit einem Ball mit richtig gutem Grip den Ball nie verlieren. Jetzt mal so als Beispiel, ne? Wisst ihr, was ich meine, worauf ich hinaus will? Ein Adidas-Ball, keine Ahnung, was das für einer war. Alter, der ist uralt, der ist bestimmt 15, 20 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wann ich mit dem gespielt habe. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, deshalb empfehle ich auch so Bälle wie den TF1000, ne? Abgenutzt, auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ihr seht es ja, es ist echt eine abgewetzte, fakte Kugel. Aber immer noch geil, der ist nicht rutschig, weißt du, was ich meine? Er ist rau und so, aber für die Hände einfach perfekt. Das ist der perfekte Ball für den Asphalt. Deshalb empfehle ich den auch wieder. Seht ihr das vielleicht, wie hier die Dinger so teilweise rausstehen? Hier vom Kunstler, wie sich das ablöst. Ey, das ist aber perfekt, es ist schön weich, es tut den Händen nicht weh. Du hast einen Grip. Deshalb empfehle ich den einfach für draußen. Spalding selber empfiehlt ihn für draußen für den Asphalt überhaupt nicht. Weißt du, das mache nur ich als Streetballer, weil ich den jahrelang Test habe. Und ich sage, hey, geiles Ding. Und ich höre auch immer wieder von Leuten, ah, Mike, der Ball ist so teuer, hast du nicht was Günstiges? Klar gibt es günstige Bälle, auch wie diesen Adidas-Ball. Ne? Aber dann spielst du, die erste, allererste Schicht ist ein bisschen weg und der ist rutschig wie Sau. Du kannst mit dem nicht mehr spielen. Und auch wieder so ein Faktor, wo ich immer wieder darauf hinweisen will. Es kommt darauf an, wo du spielst. Asphalt oder Gummi. Platz oder so in der Halle, weißt du, dann ist das nochmal ein krasser Unterschied. Du musst wissen erstmal, wo spielst du mit dem Ball hauptsächlich. Der Ball, der TF1000, ist für die Halle absolut geil. Für den Asphalt ist er geil, aber ich verstehe es auch, wenn man sich einen 60-Euro-Ball kauft für den Asphalt, sagt man sich erst, dann wird er da kaputt und so. Aber hey, der ist immer noch Bombe, Alter. Der hält dir 2-3 Jahre. Mir hält der Ball 2-3 Jahre. Weiß nicht, wie lange ich den jetzt schon wieder habe, ich weiß es nicht. Geiles Teil. Also, wer seinen Grip zurückgewinnen möchte, das Material, no way. No way. Und wenn du sagst, hey, ich kann's, schick mir den Link von dem Video, ich will Beweise sehen. Und die anderen bestimmt auch. Wäre sehr interessant. Aber ansonsten, nein.
Eine sehr lustige Frage. Ich habe auch noch eine lustige Frage, mache ich im nächsten Video, was mir gestellt worden ist. Finde ich auch sehr gut. Leute denken schon drüber nach und wollen auch so. Das finde ich ja sehr interessant und finde es auch immer cool, wie Leute so anders denken. Sehr gut. Ja, Feedback geben, eure Meinung dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mark. Mr. Mike.